kam zu. You were with him. You were with him. Es tut uns so leid. Oh. Ja, also in der letzten Folge hat Groucho mit allen Mitteln versucht, hier durchzukommen. Leider ist er gescheitert, aber sie hat einen herrlichen Lachflash. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen, aber ich glaube, ihr hattet genauso viel Spaß daran wie wir. Ja, vor allem mein, habe ich mich dann in der Pause noch versprochen und meinte, wenn es nur die Molotow-Cockwerfer wäre, dann wäre alles gut. Ja. Das sorgte dann für den nächsten Lachflash. Ihr könnt jetzt mir nicht selber bitte vorstellen, was ein Molotow-Cock ist. Oh. Stell dir jetzt mal vor, dass sie so brennende Schwänze werden. Du weißt, du hilfst mir heute gerade gar nicht, Mann. Dann liegt er erstmal, ne? Alter! Oh, ja, das Mann. Mögen jetzt einige vielleicht auch hochgradig unprofessionell finden, aber... Oh, das ist uns so egal. Es ist auch so geil, wie theatralisch die da runterfallen. Ja. Oh. Oh. Das ist wunderschön. Oh, okay. Dieses Spiel ist einfach nur super. Ach scheiße, ich muss nachladen. Denk mal, warum ist jetzt Molotow Cocktailwerfer? Ja. Huch, wo kommst denn du her? Pfeil. Ja. So, das klingt eben Pfeil. Huch, oder ein Junge? Weiß nicht, da hinten steht noch einer vor den Fässern. Fuck. So. Siehst du? Da ist noch einer. Oh, einer. Oh, nun! Ich hab auch fast gezielt, aber egal! Erfolg ist Erfolg. So, kommt noch mehr? Oh. Alter! Ich kann nicht mehr. Aber ich hab's doch mal nicht geschafft, oder? Ups. Ja. Oh. Vielleicht hätte ich einfach, als ich so gelacht habe, spielen sollen. Ja. Hätte ich vielleicht geklappt. Oh. Hallo? Achso. Ja. Wir haben nicht mehr so viel Munition, weißt du das? Ach, scheiße. Warum werden wir denn auf dem Mikrofon jetzt so leise angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Aber eigentlich war die Qualität ganz gut. Ach, scheiße. Hui! So. Haben wir schon Kontrollpunkt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das müssen wir aber gleich mal kontrollieren. Das sieht ja arg leise aus. Und er hat da so ausgeschlagen hier. Ja. Wie ein Wiener Schnitzel. Wie ein Wiener Schnitzel. Oh, wir kriegen 1000 Glibber zur Belohnung. Oh, danke. Das ist doch schön. Sehr großzügig. Ja. So eine Statue irgendwo. Finde ich aber wirklich sehr nett. Bei dem, wie wir gerade gelacht haben, hätte ich auch keine Belohnung gebraucht. Es war Belohnung genug. Ja, das stimmt. Ja, bestes Spiel of the Year, ne? Weil bei welchem Spiel hatten wir so viel Fun und so viel Lachflashes wie bei diesem? Ja, aber das ist ja, das Lustige ist, dass es ja größtenteils, also wieder normal, okay, größtenteils nicht beabsichtigt ist. Das stimmt wohl. Was auch merkwürdig wäre bei einem Horrorspiel. Ach, wir spielen Horrorspiel? Ja, das stimmt, davon merken wir schon lange nichts mehr, ja. Wieso bist du nicht gesprungen? Er ist ein Sebastian Castellanos springt nicht, um Streichhölzer zu sammeln. Wie komm ich denn da hoch? Ich glaube gar nicht mehr. Ich glaube, du hättest rennen müssen, dann wäre er gesprungen. Wahrscheinlich. Ach so. Dann. Naja, jetzt ist er unten. Ah, verdammt. Ich bring mich nochmal um. Ah, oh, scheiße. So ein bisschen The Last of Us Flair hier gerade. Ein bisschen, ja. Mit den Pollen in der Luft und zerstörten Häusern. Ich hätte die ganze Zeit auch schon diesen blöden Statuen, aber ich sehe keine einzige. Wahrscheinlich haben wir sie alle verpasst. Wahrscheinlich. Was schade ist. Und wenn, dann ist es halt so. Ja. Ich bin jetzt glücklich. Dieses Glück kann uns niemand mehr nehmen. Es wird anhalten, bis ich wieder spielen muss. Ach, Quatsch. Pass auf, ich spiele jetzt extra so weit, dass du, wenn du dran bist, eine ganz, ganz leichte Sache kommt. Ja, aber es war so eine Zeit lang, als du die Muni so rausgebratzt hast, dachte ich, naja, hoffentlich kommen wir überhaupt zum Ende.
Und jetzt heute spiele ich und denke, ja, hoffentlich kommen wir auch zum Ende mit mir. Aber so hält sich das doch auch schön die Waage. Ja. Kontrollpunkt. Aber wir kommen ja irgendwie immer weiter. Das irgendwie ist entscheidend. Oh Mann. Licht an. Ach, das kommt schon wieder in so einen komischen Krankenhaustrakt. Und für was wird hier geworben auf den tollen. Ach, für Brain. Niagara Falls 2005. Und für Brain. Hm. So sahen die Niagara-Fälle also 2005 aus. Interessant. Fuji-Ju. Ja. Das Wasser von Fuji. Was haben wir da noch? Ein wunderschönes Landschaftsbild. Come to Ishigaki. Ishigaki. Come to Ishigaki. Ist auch schön. Und a Happy New Year. Okay. Gut. Oh, da ist es wieder. Ah. Ich muss aber mal sagen, da waren die Bilder in Metal Gear Solid 2 weniger verpixelt. Wow, wirklich? Ich kann es jetzt falsch in Erinnerung haben, aber... Ah. Ich habe gerade das Gefühl, als ob die gleich wieder Unsichtbare auftauchen. Och nee. Du könntest recht haben. Oder? Mhm. Aber erstmal gibt's einen Spielraum. Ah. Irgendwo. In einem PC-Bildschirm. Die Lampe? Ist hier noch irgendwas? Ha? Oh Mann. Ey, ihr wisst nicht, wie viel. Oh! Wir gerade gelacht haben. Oh, Tonband! Ich kann dieses Licht. Diesen Lichtstrahl vom Leuchtturm von hier aus überall sehen. Es scheint alles zu durchdringen. Auch mich. Die Klinik entspringt nicht meiner Erinnerung und dennoch ist sie realer als alles, was ich hier erschaffen habe. War sie immer da? Das Licht verändert die Dinge. Es ruft. Es drängt zurück. Es zieht die anderen an. Sie denken, sie erreichen die Quelle, erlangen zurück, was sie verloren haben. Doch sie wissen nicht einmal, was das ist. Aha, okay, interessant. Die Klinik hat er nicht erschaffen. Das ist ja eine interessante Neuigkeit. Na gut, diese Beacon-Nervenklinik scheint ja auch in der realen Welt zu existieren. Das Licht hier ist genau wie ein Spielraum, wir können hier nichts machen. Ja, oder? Das ist jetzt Muni, das ist schön. Aber wir finden wir kein einziges Mal Magnum-Muni, oder? Nee. Kommt wahrscheinlich später noch. Ich glaube, es war bei den anderen Waffen auch so. Dass man dann immer erst relativ, also ein bisschen später Munition dafür gefunden hat. Ich weiß nicht, dass wir so eine Munition wieder finden. Oder so viel, aber trotzdem. Aber schön, dass wir jetzt so schnell nachladen, was das Brot angeht. Ich glaube, ich an, okay. Da war ja nicht, wa? Nee. Die Musik wird ja auch lauter und leiser. Irgendwie mit meinen Lampen. Kidman? Ach, da hat gerade jemand geschrien. Kidman, ja. Hat geschrien. Da ist eine Tür? Ich denke mal, geradeaus geht's weiter, wahrscheinlich. Oh nee. Da ist wieder Wasser. Das ist ja Wasser, ja. Wird sie etwa gerade von dem freundlichen Monster aus dem See gefuttert? Dann tut es uns leid. Dann haben wir damit nichts zu tun. Obwohl, es war ja eigentlich relativ ungefährlich. Abgesehen von dem einmal, wo es sich komplett verschlungen hat. Ja, weil es betrogen hat. Es betrogen hat, okay. Aber wieso ist denn da die Spielraummusik? Das ist eine gute Frage. Die Killerbaby sind wieder da. Ich mag keine. Die Klinik ist real, das ist alles, was ich hier erschaffen habe. Sie stammt nicht aus meiner Erinnerung. Also,
ist vielleicht Rubik doch nicht der oberste Erschaffer bzw. Bösewicht, sondern noch jemand drüber. Der dann in Evil Within 2. Naja, oder aber der halt Rubik erschaffen hat sozusagen. Ja, aber Rubik hat ja selbst erschaffen, also er ist ja selber so geworden. Aber vielleicht derjenige, der Rubik die Macht gegeben hat dazu, oder? Hm. Huch! Egal. Was hat das denn jetzt? Ja, wieder so eine Schwingung da, so ein Wumm. Ach, okay. Okay. Was waren diese ganzen Schulbusse eigentlich hier? Huch! Da rennt da sie. Ist Kidman. Und schießt auf jemanden. Ach so, auf normale Viecher. Ach, Kidman, ist auch kein Problem. Hab dich mal nicht so. Die paar. Ach, die können nicht aus Fenstern klettern, ja? Hui! Ich muss schnellstens darüber. Kann ich mit? Einfach testweise. Platsch! Ah, da kommen neue. Warte mal. Oh, das bringt nichts, ne? Nee. Du musst also schnell rüber. Ach. Oh, welch ein Zufall. Huch, da ist er schon! Kletter rauf! Kletter rauf, du Doofkopf! Da rauf! Kann er nicht. Ach, ach da ach. Müssen wir rein. Oder? Nee. Nee, ne? Sah ja nett aus. Ein Sebastian Castellanos klettert nicht auf Autos. Ja, braucht er auch nicht. Wird er gerne gefressen. Dachte, das Vieh wird erst reingelassen, aber das Vieh war schon da. Ja, und es war ja auch schon ein bisschen oben das Tor. Das ist ja sehr klein, das Vieh, wie man sieht. Da kann es durchaus schon durchgekommen sein. Das ah ja, okay, okay, gut. Oh Mann. Okay, da kommt also gleich das Vieh raus. Ich meine, wenn er da nicht raufklettert, wie soll man denn dann... Ich stehe jetzt auch nicht ganz, wo soll man hin? Warte erstmal, bis sie ganz offen ist und dann gucken wir mal... Nee, da schwimmt's schon, es ist schon da. Deswegen. Beep, beep, beep. Ja, ich denke mal dann da durch, ne? Nee, dann macht's ja död und dann... Geht es wieder nach oben? Nein. Hä? Oder muss man da schnell durch? Bevor das Ding wieder zugeht? Ja. Ah, nee. Ah, nee. Ja. Ah, ah. Ja, okay. Okay. Also muss man aber schnell sein. Geil. Probier mal, wenn du L1... Gut, man beim nächsten Mal, wenn er es jetzt kriegt, L1, ob du dann auf den Wagen da drauf stehen kannst. Vielleicht. Scheiße. Wow! Autsch. Wasser gefärbt. Ja. Wollte Himbeerwasser haben. Oder Erdbeerwasser. Schleichangriff klappt nicht bei allen Gegnern. Ach echt. Ich bin allerdings, muss ich sagen, ich bin froh, dass die Doppelkopf-Zombies anscheinend doch nicht wiederkommen. Ja. Weil die waren ja wirklich sehr, sehr nervig. Ja, probier mal, wenn du mit L1 dann jetzt da drauf zugrenzt, auf die Kante, ob er dann da drüber rüberspringt. Naja, jetzt muss ich das Ding auslösen. Genau. Na, geht's leicht? Kommst du mir hier hinterher? Dürfte eigentlich nicht. Es kann nur sein, dass hier auch eins ist. Alter. Treppe. Ja, ganz langsam und gemütlich. Na, jetzt wird's hinterherkommen, ne? Ja, weil jetzt kommt hinterher. Da ist es. Da sind lauter Leichen. Ja, das ist die doch. Ja, ist ja gut, ich weiß, dass es da ist. So. Sag doch was, oder? Jetzt. Wir müssen aber erstmal Kidman retten. Kidman, halt durch! Hilfe! Da sind zu viele! Ja, ist okay, wir helfen dir. Moment. Bin gleich da. Quatsch. 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 Und der letzte. Quatsch. Kidman, sind alle tot. Kidman? Kidman! Wir sind alle tot! Doofe Kidman. Kriegt ihr nicht mit, dass alle tot sind? Was soll denn das? Oh nein, es sind so viele Zombies! Ah!
Wir haben auch nur Vollidioten als Partner, oder? Kidman, da ist niemand mehr. Du kannst aufhören, so theatralisch zu spielen. Doofe Kidman. So. Okay, wir müssen jetzt also da runter. Das Vieh schwimmt da unten. Theoretisch können wir auf das Auto rauf, wenn ich es nicht verstanden habe. Ne? Also das Ding jetzt abschießen, sodass das Vieh... Nee. Ist da noch ein Leiche? Nee, hängt nicht. Wahrscheinlich... So. Wahrscheinlich erst auf das Wrack, dann die Leiche da abschießen, dann schnell hinschwimmen, da auf das Auto. Dann die runterholen, dann da auf das Holzbrett. Dann auf das Holzbrett. Und... Oh! Moment! So. Ein Problem. Weniger? Ah, scheiße. Da schwimmt es, okay. Ja, dann würde ich sagen, ja genau, einmal komplett gleich rum, wa? Ja. Ach Gott. Ach nee, Quatsch. So weit weglocken wie möglich, ne? Probieren wir es nochmal kurz mit der Leiche da. Okay. Probieren wir es mit der Leiche. Sie verarschen? Ach, ich dachte, die hängt an einem Seil. Die hängt doch an einem Seil, oder? Die darf ich anscheinend nicht nehmen. Okay. Ach, ist das bescheuert. So. Okay. Peng. So. Jetzt schnell runter. Ins Wasser. Platsch. Und hin, hin, hin. Und gefressen werden. Das ist nicht gut. Sebastian, du sollst da... Oh Gott. Shit. Wo ist die andere Leiche? Wo war die nochmal? Die ging doch da. Nee, Quatsch. Wo ging die nochmal? Scheiß drauf, schnell hier runter. Ach, der kann nicht da rauf? Oh. Was ist das für jetzt da? Geh da rauf. Oh Gott. Nicht gut. Ist das Tor jetzt offen? Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen schweigsam bin, aber ich muss mich gerade hier konzentrieren. Okay. Anscheinend kann das für mich hier nicht treffen, wenn ich auf dem Auto drauf bin. Hoffentlich. Klatsch. Okay. Okay. Es ist eine scheiß Passage, ey. Dreckiges kleines Krötnisvieh. So. Schwimmen, Sebastian. Jawohl, durch. Und darauf. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Kein Problem. Pff, schwierig. Ja, pff, gar nicht. Oh Gott, ey. Wenn ihr euch gerade wundert, wo Gauton ist, der ist gerade kurz unten. Der hat auch nicht was macht. So. Aber egal, wir haben es geschafft. Das ist auch so eine gemeine Falle. Ich bin froh, dass alles geklappt hat, weil wenn das für uns auf ein Auto jetzt angegriffen hätte, wären wir ziemlich tot gewesen. Das wäre ein bisschen blöd geworden. Das ist eine spannende Musik hier. Oh, da hängt ja wirklich immer noch jemand. Hallo. Ach du Scheiße, wo kommen die alle her? Quatsch. Scheiße. Quatsch. Scheiße. Kippt um, das ist schön. Brennt. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, wieso brennst du nicht? Wie, dein... Was so... Oh, was hat das denn jetzt? Ja, danke Spiel. Ja, genau, ich bin da reingeglitscht. Finde ich schön. Hallo? Ist denn das jetzt?
Ach, dann auch der Turm ist umgefallen, ja, danke. Es klang, als hättest du hier drin eine Menge Spaß gehabt. Ey, ich sag dir, das ist willkommen zurück übrigens, ne? Ja, ich wurde gerade angerufen. Ach, du bist angerufen, okay. Und da ich diese Person seit 2 Tagen versucht habe zu erreichen, war es mir jetzt doch recht wichtig ranzugehen. Ach so. Wenn sie sich dann mal meldet. Okay, okay. Diese Person ist übrigens Felix. Schöne Grüße, wenn du das siehst. Er hat mir gerade erzählt von unserem wunderbaren Karussellkill. Dass er das gerade gesehen hat. Was hab ich jetzt? Ach, da war eine Falle am Boden. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja, er hat gerade die Folge mit unserem wunderbaren Karussellkill gesehen. Ah ja, kann ich den schärfen? Na, jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie ja losgegangen. Ach, noch die Teile noch mitnehmen? Nee, nee, nur... Ey, dieses Wassermonster da. Ich hab's irgendwie geschafft beim ersten Versuch. Ich weiß nicht wie, aber es hat geklappt. Aber es war... Was piept denn jetzt hier wieder so? Ich denk mal hier hinten an dem Kisten-Ding. Was? Ich bin's. Ja. Hier ist übrigens noch eine Bombe. Hier. Hallo? Wenn du nicht gekommen wärst. Wärst du tot, ja. Ach, was kommt denn jetzt? Wir haben kaum noch Munition. Spar dir das für später auf. Da sind bestimmt noch. Nein. Kann ich mich bewegen irgendwie? Kippen. Pass auf, ja. Da ist sie. Da, ich mach grad nichts. Er macht alles alleine gerade. Boah, ist es gerade zu zeigen, dass Kidman auch was drauf hat? Oder kann ich jetzt auch machen? Ich kann auch wieder was machen. Kidman, töte! Nicht. Nee, sie hat ja nur eine Pistole, sie hat ja eigentlich so eine coole Axt wie. Aber die hat 2 erledigt immerhin. 2 erledigt. Deswegen habe ich gedacht, sie vielleicht den dritten auch alleine erledigt, aber nein. Aber sieht aber ganz schön geschunden aus. Ja, die hat einiges durchgemacht. Aber das Gesicht makellos. Auch die Frisur. Frisur sitzt. 3 Wettertaft. Und das, wenn du die Kamera hattest, hätte man auch so als Cover nehmen können. So eine coole Kopfgeschichte. Also bleibt auch wie angewurzelt stehen. Na, das ist jetzt eher ein Cover für was anderes. Ja. Sie lehnt sich an uns. Sie hat uns umarmt und lehnt ihren Kopf an unsere Schulter. Sagen wir, so war's. Sagen wir, so war's. Oh, schön. Ist er nicht wirklich tot? Ja, also ja. Wenn, dann wären sie jetzt schon wieder aufgestanden. Das stimmt wohl. Also wenn sie jetzt noch kommen mit, denk dran, du bist gleich tot. Jetzt sind wir auch gleich... Ach, wir haben nur noch 2. Oh. Ja. Oh je. Hatten wir nicht mal 4? Wir hatten mal 4, ja. Haha, geschafft. Kein Problem. Oh Mann. Wie sagte ich noch vor 3 Folgen oder so, wir sind wieder on top. Hättest du nicht sagen sollen. Hättest du nicht sagen sollen. Oh Mann. Streichel. Das hat sich nett angehört. Kidman, töte ihn! Du schaffst es! Ich glaub an dich! Los, Kidman! Töte ihn! Ja, das klingt bis jetzt, als ob du jedes Mal gegen die Maske schießt. Ja. Yep. Aber ich fand nur die Schüsse von ihm her einschlagen. Ja. Kidman, schaffst du? Epische Feuergefechte. Was ist denn? Keine Ahnung. Ja. Wow, wir hatten schon ganz schön. Das ist doch nicht wahr! Direkt vor ihm. Hallo. Gut, aber er nimmt die Waffe nicht hoch, also. Warte mal. Ja. Es ist an der Maske abgeprallt. An der Maske ab. Ach, ja! Jetzt auf einmal geht's! Was ist denn jetzt hier los, ey? Ich habe das Gefühl, dass das Spiel gerade mit aller Macht versucht zu verhindern, dass wir es schaffen. So ein bisschen, wa? Alter. Ja, du kannst ihn ja. Du musst ja an seine Seite kommen, sonst wird das ja nichts. Hier Bolzen. Immerhin fühle ich mich jetzt wieder besser. War jetzt aber auch gut bescheuert. Der erste steckt direkt vor ihm, der zweite prallt einen seiner Maske ab, landet aber nochmal auf ihm. Anstatt dass der Typ brennt wie blöde. Also wenn wir aus der Situation nochmal rauskommen, die wir uns hier gerade zu 2-3 manövriert haben, hörst du mal auf ihre Brüste zu ziehen.
Ich habe auf ihre Wunde an der Schulter gezielt, die auch so ein Tattoo hätte. Das ist normale Wunde. Ich ziele nicht immer auf die Brüste. Du hast aber einfach auf die Brüste gezielt. Das war aber nicht meine Absicht. Ja. Er zielt immer auf Brusthöhe. So, wir sind bei 25 Minuten, Leute. Knopfdruck oder YouTube drunter? Okay, man kann Fahrstuhl oder... Wir sind bei 25 Minuten, Leute. Na gut, okay, ja. Also, in der nächsten Folge erfahren wir, was es bringt, wenn man auf diesen Knopf... Du hast jetzt nur eine Folge gespielt bisher, ne? Ja. Gut. Das war bis jetzt diese blöde Wassermonster-Folge und ich habe Kidman gerettet. Und bist mit dem Ding gefahren, wo ich gescheitert bin. Mit den Molotow-Cops. Und ich bin mit denen, genau, ich bin mit den Dingen. Ja. Bis zum nächsten Mal, euer Ramen. Und euer Gordon. Ciao.